Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Dead by Daylight als Survivor. Mit dabei ist ein Yogi-Bär. Hello. Und ich habe Sprint Burst an. Und es ist eine Kettensäge. Jupp, die einfach mal gerade volle Kanne an mir vorbeigesägt ist. Ich darf nicht vergessen, nicht Sprint halten. Nope, böse Idee. Oh, er scheint aber nicht gut zu sein. Er hat kein Ruin. Ja, ich glaube, das ist wieder ein Low-Level-Killer. Der letzte Killer, den wir hatten, war auch Low. Hat halt nur seinen Kill geholt, weil er gecampt hat, beziehungsweise No-Ad hatte. Ja. Also zwei Paletten habe ich schon verwendet. Eigentlich würde ich gern gejagt werden. Ich muss ihn noch 40 Sekunden lang am allerwertesten haben. Sag mir, wo du bist, dann bring ich ihn vorbei. Und der Killer-Check. Weil er ist nicht mehr hinter mir her jetzt, gerade aktuell. Ich glaube, er hat denjenigen jetzt verfolgt, der an dem Gen war, wo ich gerade vorbeigerannt bin. Der war aber auch verdächtig laut. Also muss man einfach mal sagen, ja. So, hier ist irgendwo der Krieger. Da ist ein Gen, da ist der Krieger. Hat seine kleinen Griffel natürlich wieder im Gen drin. Ja, was soll ich sonst machen? Eben. Ganz entspannt. Aber also ich glaube, das ist ein Killer, mit dem kannst du dir gut dein gejagt werden Daily erfüllen. Oh, never mind. Also zumindest ich bin gut weggekommen vor dem. Und das will was heißen. Oh, Totem. Yeah! Alter, was ist das für ein Name? Yertiu. Kommt Richtung Killer, Check. Gehe ich einmal außen. Oh, ist schon der andere abgehängt. Okay, never mind. Doch, da ist ein Gen. Gerade schon gedacht, hier müsste. Oh, da war's fies. Der war fies. An der Seite die Palette in die reingerammt. Das war ja, asozial, das gebe ich zu. Schön. So muss das. Zeigt dem Hinterwäldler direkt, er hat nichts zu melden. Ja? Großstadtfeeling. Raus mit den Dörflern. Möchtest du bitte da weggehen? Nö. Nein, nicht du. Was warum? Warum rennst du nicht weg, wenn ich gejagt werde? Was ist los mit dir? Das ist ein Idiot. Der hat das Spiel noch nicht so verstanden. Der hat gedacht, es geht darum, den Killer zu finden, um den Finger drauf zu zeigen. Stehst du hin? Kommt er wahrscheinlich nicht in den Keller. Ich verstehe nicht, was das von ihm sollte. Ich habe ihn abgehängt, habe den Killer mich jagen lassen, damit er wegkommt. Was macht er? Er bleibt 10 Meter von mir entfernt stehen. Er wollte vielleicht helfen. Er hat gesagt, ey, der hat mich abgehängt. Da muss ich jetzt hingehen. Den muss ich unterstützen. Weißt du? Aber nein. Da hat der Killer gesagt, dem hau ich aufs Maul. So nicht. Redneck Style. Naja. Ja, ja. Oh, der Himmel ist aber auch sehr bewölkt hier. Keine Sterne, klare Nacht. So. Er ist doch weg. Nein, der muss jetzt erstmal wegrennen. Der muss den Killer wieder finden. Alter, ich halte dich jetzt nicht. Ist mir jetzt egal. Ich gehe jetzt an den Gen. Wenn du so blöd bist, einen Kilometer weit wegrennst. Es war kein Terrorradius weit und breit. Man braucht keine Angst zu haben. Ein Totem. Und ich befürchte fast, wir müssten sogar noch eine zweite Runde machen. Weil wir gerade mal 5 Minuten aufnehmen? Ja. Ja, das könnte sein. Und der letzte Gen gleich ploppt. Da will ich mitmachen. Er kommt. Hi, Killer. Hi, Killer. Er geht dir hinterher. Du hast Arthur, gell? Ja. Komm schon, mach ihn fertig. Ah, jetzt haut der Drecksack auch noch drauf. Ja, die Runde wird doch noch länger. Erstmal schön. Wieso alles bleibst du nicht liegen? Du kriegst immer weg, anstatt dich zu erholen. Ja, weil der Depp mich hier so nicht findet.
Er findet dich so oder so. Mich nie finden. Nein, er findet mich nicht. Das war Zufall. Vielleicht tot, Babe. Einfach so einen Haken durchs Gesicht zu bekommen. Er ist direkt hinter dir. Ja, aber wir haben... Warte! Oh, schaffst du's? Wenn du das schaffst, das wäre fies. Nee, ist zu nah am Haken. Den Haken zu sabotieren, während er... Nein, er hat die Ding gehabt. Er hat eine Taschenlampe gehabt. Achso. Aber wenn ich dich jetzt nicht geholt hätte, hätten wir dich wahrscheinlich nie weggekriegt, weil dann wäre er näher dran gewesen. So hat er ja, noch nicht... Ja, alles gut. Gar kein Stress. Alles gut. Ich werde jetzt gehen. Außerdem bin ich es gewohnt. Ich bin's gewohnt, bekämpft zu werden. Eben. Das ist ja, du brauchst es doch. Du bist ja auch so ein alter Camping-Fan. Hat jemand schon was an einem Tor gemacht oder so? Ja, das Tor ist bei 99%. Okay. Ich hol dich mal. Oh. Also da rechts ist auf jeden Fall noch eine Palette. Rechts vor mir. Da links ist eine Palette. Man hat noch was zum Arbeiten im Notfall. Hat er mich gesehen? Ignoriert er mich? Nein! Das würden unsere Mitspieler jetzt mitspielen. Aber war es, interessiert ihn auch nicht. Wie der Letzte hat einfach nur am Tor rumgammelt. Nicht seinen Drecksarsch bewegt. Ja, jetzt macht der andere das Tor auf, damit der endlich mal rausgehen kann. Ich hol dich jetzt. Dann bist du tot. Lauf! Sehr gut gemacht. Adrenalin! Adrenalin hast du nicht mehr. Nein, in meinem Körper. So im Real Life. Ach so. Das Tor war an der Killer Shack irgendwo, gell? No! Nein! Bist du am Ausgang? Ja, ich war auf der bei der mittleren Säule. Bist du dead on hook? Nein, ich hab dich vorher gerettet. Ja. Es ist dumm, dass ich hier mich heile. Ja, als ob der nicht sieht. Er sieht doch eh nichts. Okay, Krian. We can do this. Er guckt eher auf die andere Seite. Er vermutet sich auf der anderen Seite. Jetzt kommt er in deine Richtung ein bisschen. Jetzt ist er so Richtung Tor am Gucken. Er will mich nicht gehen lassen. Er will mich als seine neue Frau haben. Ich sehe das schon. Digga, ich bin nicht deine Bitch. Hab ich gesehen. Wiggity Woogie, hier kam's vor ihr Booty. Er möchte diesen Teppich nicht kaufen. Lauf! Hau einfach ab! Wuggidi Wiggi. Scheiße. Alter! An der gleichen Stelle wieder. Der Hurensohn. Ich werd's auch nicht schaffen. Ich bin zu weit weg gewesen. Und ich habe keinen Tenacity. Damn. Aber wir haben es versucht. Ja, wir haben wieder mal 2 gegen 1 gespielt. Ja. Wie so oft. Wobei, ich hätte sogar eigentlich wiggeln müssen, ich Idiot. Weil ich hätte vielleicht noch runterkommen können, mit Sprint Burst es rausschaffen können. Aber jetzt ist es auch zu weit. Oh, damn, jetzt habe ich direkt was verlassen. Ich hasse es. Aber wieder mal 2 nutzlose Teammates. Es ist so zum Kotzen, dieses Spiel.
nutzlose Nutterichs. Wir brauchen schöne RTL-Alliterationen. Nürnbergers nutzlose Nutterichs. Neo-Nazi-Nutterichs. Gut, du musst mir sagen, wann du raus bist, weil ich habe aus Versehen auf Verlassen gedrückt. Naja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao, Leute. Haut rein, habt eine gute Zeit. Bye, bye.